Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir wollen heute zum nächsten Dungeon. Und ich nehme einfach mal an, wir müssten hier langsam so in die Richtung. Nun, Kleiner. Mehr hast du nicht zu sagen? Okay. Wir gehen einfach mal nach oben. Ich habe keine Ahnung, ob das die richtige Richtung ist. Also gar nicht, ob wir auf der anderen Seite runterkommen oder ob das jetzt nur so ein Aussichtspunkt ist. Herr Grünschnabel, willst du dich wirklich in die Wüste begeben? Na gut, ich öffne das Tor, aber es ist nicht leicht, den Geistertempel zu erreichen. Zunächst musst du den Treibsandgraben überqueren. Dann folge auf dem richtigen Weg den Flaggen, sonst schluckt dich der Sand. Die zweite Prüfung. Folge dem Wüstengeist. Ohne das Auge der Wahrheit, aber landest du direkt wieder hier. Du willst immer noch dorthin, ich halte dich nicht auf. Naja, wenn ich das Spiel durchspielen will, werde ich keine andere Wahl haben. Danke dir fürs Öffnen. So, gucken wir mal. So, den Flaggen folgen. Vertraust du deinem Instinkt, verschlingt dich die Wüste. Suche den wahren Pfad. Alles klar. Okay, also müssen wir jetzt quasi in die Richtung gehen, wo die Flaggen wehen, oder wie? Hat ein bisschen was vom verlorenen Wald. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert. Warum bekomme ich immer Schaden davon? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Warum bekomme ich Schaden davon? Ja, siehst du, jetzt habe ich hier schon wieder Herzen abgezogen bekommen. Kann ich mich irgendwo hinziehen? Ja, tatsächlich. Ich kann mich tatsächlich da... Okay. Hier ist ein Schild. Fliegender Händler. Nein. Ja. Oder? Jetzt dahin? Dann dahin? Oder so? Es wird ja noch ein Spaß. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich hier mache, ne? Ich folge einfach mal den Flaggen. Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Gehen wir hier die Treppe hoch. Jenen mit dem Auge der Wahrheit wird ein hilfsbereites Phantom zum Geistertempel führen. Ja, die Frage ist halt jetzt, wo gibt's das Auge der Wahrheit? Hier können wir nach unten springen. Hier ist eine goldene Skulptula. Okay. Die nehme ich natürlich auch sehr gerne mit. Ich muss zwar sagen, ich hatte hier gerade was ganz anderes erwartet, aber gut. Willkommen am Hylia-See. Wie ich jetzt hier hingekommen bin oder warum ich überhaupt hier bin, erkläre ich euch gleich. Ich werde jetzt erstmal versuchen, dieses Viech hier zu besiegen. Aber keine Ahnung wie. So. Hier oben auf dem Baum. Und
wir müssen. Warum funktioniert das jetzt nicht? Oh, ich muss auf dem Ding draufstehen. Oh, wie unnötig. Gut, da bekommen wir nämlich die Feuerpfeile. Die wir auch brauchen. Und dann gehen wir davon gleich weiter irgendwie nach Kakariko. Aber ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, in der jungen Version, ja, da weiß ich wieder nicht, wie ich da jetzt wieder drauf kommen soll. Hat auch schon komplett vergessen, dass es hier noch dieses Rätsel gab. Gut. Ja, den Weg nach Kakariko schnalle ich euch raus. Gut, als junger Link müssen wir jetzt nochmal in die Windmühle. Und dann die Hymne des Sturms spielen. So, jetzt geht's ab. Hier sollen wir wohl am Ende irgendwo das Auge des Sturms finden können. Hasse euch, ihr seid so ekelhaft. So. Oh. Geht. Ja. Kann ich mich hier irgendwo hochziehen oder so? Hier kann man einfach durchlaufen, alles klar. Wunderbar. So, dann... hier entlang. Noch so ein Vieh. Komm hier weg. Okay. Das war jetzt auch nicht so geplant. Ich hier mal die Bomben. Hier sind Gyptos, natürlich. Bin ich hier überhaupt richtig? Aha. Muss ich hier überhaupt lang? Muss ich den sprengen?
Hier ist nochmal ein Weg. Wait, what? Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Das war doch der Weg, den ich schon mal gegangen bin. Boah, jetzt bin ich wieder hier. Okay, da ist eine goldene Skulltula. Auch gut zu wissen. Ja. Alles ganz nett hier. Was haben wir hier? Ja, hier wäre unten eine Truhe. Aber ich habe halt auch nicht die Stahldingens. Beziehungsweise ich kann schon tauchen. Stimmt. Aber halt nur 6 Sekunden. Ich komme damit aber zumindest auf die Seite hier. Ist halt die Frage, ob ich das möchte, ne? Was ist hier? Machen wir mal hier das hier. Geht es nur noch darum, alle Gegner zu besiegen? Wie habe ich das Ding denn jetzt besiegt? Das Problem ist, es passiert halt immer noch nichts, ne? Da ist ein Schlüssel. Okay. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Hier. Glaube ich, nichts drin. Ging es jetzt nur um den Schlüssel? Really? Ich will mal kurz wissen, was hier noch steht. Ich glaube das irgendwie nicht, dass das alles ist. Ach, hier kann ich aber nichts lesen. Okay. Die Frage ist jetzt, wofür? Wo können wir den Schlüssel einsetzen? Ich habe jetzt gefühlt schon fast alles gesehen. Vom Dungeon, oder? Vom Mini-Dungeon. Hier ist doch gefühlt nichts mehr. Da unten ist noch die Truhe, aber dafür brauchen wir auch keinen Schlüssel. Boah, dieses Mist, wie habe ich auch schon wieder vergessen. Ja, komm runter. Mach hin, Alter. Boah, du bist so ekelhaft, Alter. Oh. Boah. Ja, keine Ahnung, ne? Ah, hier ist auf jeden Fall aber auch noch ein Dings. Hier können wir spielen. War das dann auch wieder das... wieder der Song vom Sturm? Oder müssen wir irgendwas... Zeldas Wegenlied, sagt das Internet. Okay, jetzt wird das Wasser abgelassen. Jetzt müssten wir dann theoretisch ja auch dort drüben an die Truhe kommen. Tatsächlich. Ein Herz, ja gut. Kann wir auf jeden Fall gebrauchen.
Dann will ich mal da durchkriechen und gucken, was wir da haben. Ansonsten gehen wir wieder den anderen Weg nach unten. Tatsächlich. Tatsächlich können wir hier einen Schlüssel einsetzen. Okay. Ah, hier ist wieder so ein Kackdingen. Ja, pass auf, dann holen wir uns mal eben die Bomben. Na, hat sich dann auch wieder erledigt. Weil wir jetzt hier runtergefallen sind. Super. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Da sind wir letztes Mal lang. Jetzt hätten wir hier nochmal einen Weg. Aber ich befürchte, das ist alles... Oh! Okay. Eine große Truhe. Nein, das ist doch nicht das Auge vom Dings, oder? Die Dungeon Card. Okay. Naja, bringt mir jetzt auch nur so semi viel. Jetzt, wo das Wasser abgesenkt ist, haben wir hier nochmal eine Truhe und einen Durchgang. Was ist da? Keine Ahnung, wir sehen nichts. Ich krabbel mal hier durch. Keine Ahnung, ob mir das was bringt. Wo genau sind wir jetzt? Ich krieg jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn ich so ein ekelhaftes Vieh sehe, Alter. Dass da so runtergestürmt kommt. Boah. Alter, ist das ekelhaft. Oh. Die erschrecken mich aber auch jedes Mal, ne? So, wo genau sind wir jetzt? Okay. Okay. Oh! Bah! Was bist du denn? Bro! Ey! Ach du Scheiße. Geh mal schön aus Entfernung. Da ist es wieder. Nein! Lass mich in Ruhe! Jetzt ist der schon wieder weg. Jetzt verpisst er sich wieder. Ah, aber er kommt jetzt wirklich wieder. Aber man muss sich wirklich einfach einmal fangen lassen. War's das? Holy shit, boah, guck dir dieses Gesicht an. Bruder, was ist das? Alter. Was war das? Hier ist das Auge der Wahrheit drin. Ja. Was könnte dies sein? Sieht aus wie eine Linse, ob man damit besser sehen kann. Wie dem auch sei, dieser Ort ist feucht und unheimlich. Lass uns wieder verschwinden. Dingens, Fledermäuse, schon mal mit dem Boomerang besiegt. Wow, wir kriegen ein Deko-Schild. Das ist ja unglaublich. So, und dann hole ich mir jetzt nochmal die Bomben. Stell mich in die Ecke. Um festzustellen, dass es mir nichts bringt. Gut, dann gehen wir stattdessen erstmal hier hin. Kann ich hier auch noch runterfliegen oder sind wir jetzt hier wenigstens? Ach, geh doch weg.
Mann, lass mich in Ruhe. Wie viel hält denn das Scheißding aus? Boah. Holy shit.